Herzlich willkommen bei unserer Radwallfahrt. Und der Martin und ich, wir werden euch jetzt ein bisschen was von Währing zeigen. Nach Währing hinein kommt man über die Währinger Straße und dort vorne haben wir gleich das erste kleine Schmankerl. Dieser Blumenturm, der schaut ja jetzt ganz nett aus, aber wenn man weiß, dass der damals so viel gekostet hat, dass dann der Gummibelag für den Fußballplatz am Ebner Eschenbach Park nicht mehr drin war und dass die Kids jetzt weiter auf Beton spielen müssen, dann merkt man auch, dass Politik wirklich auch eine Frage der Prioritätensetzung ist. Ja, hier ist das Café Schopenhauer, ein total nettes Wiener Kaffeehaus, wo ich immer wieder gerne einen Kaffee trinke. Hey, schaut, wer da steht. Nein. Hallo Hermann. Hallo. Hoffentlich sucht er nicht Parkplatz, weil da schaut es in Währing echt traurig aus. Geht, geht, alles zugeparkt, schlechte Aussicht. Ja, und das ist die Schulgasse. Das ist eigentlich als Radroute ausgeschildert, aber sie haben nichts anderes gemacht als ein paar Tafeln aufgestellt. Und sie ist zwar nicht ganz optimal mit den Höhenmetern, aber als kurzfristige Lösung würde man die gern zur fahrradfreundlichen Straße machen. Und wir nähern uns dem Kutschkermarkt. Kutschkermarkt ist ja am Samstag der Treffpunkt in Währing. Wie man sieht, da gibt es Bauernmarkt, regionale, saisonale Produkte, sehr beliebt. Und hier unten ist der dauernde Markt und wir werden jetzt gleich durchgehen und sehen, dass hin und vorn alles aus den Nähten platzt. Wir hätten gern, dass da auch am Freitag geöffnet ist. Das ist an und für sich schon geplant oder schon vorgesehen, wird noch nicht vollzogen. Da gibt es eine Initiative, die wir schon lange unterstützen und da unten braucht es einfach mehr Platz. Schau, da ist der Hermann schon wieder. Schau dir das an. Er sucht immer noch Parkplatz. Das ist jetzt die Währinger Straße. Eine großartige Einkaufsstraße. Nur leider kann man sich da mit einer Einkaufstasche kaum bewegen. Von den 15 Meter Straßenbreite kann 12 Meter den Autos. Und auf den Gehsteigen kommt man kaum aneinander vorbei. Die Straßenbahn ist regelmäßig blockiert. Menschen, die mit Kinderwagen unterwegs sind, sind regelmäßig blockiert. Es ist echt ein bisschen ein Trauerspiel. Aber da machen wir jetzt nochmal Halt, da ist meine Lieblingsbuchhandlung. Ja, und unser Plan wäre ja, dass wir zuerst das Parkpickerl machen, dann gibt es ziemlich viel Platz, dann können wir die Kurzparkzonen in die Seitengassen verlegen. Und dann kann man endlich breite Gehsteige machen in der Währinger Straße. Auf das freue ich mich jetzt schon. Bitte schau dir das an. Ich glaube, der sucht immer noch Parkplatz. Ich finde, das Ziel von Politik muss sein, dass alle ein gutes Leben haben. Gute Bildung, gute Gesundheitsversorgung, leistbares Wohnen. Die Möglichkeit, sich in der Stadt zu bewegen. Und in Währing heißt das einfach, zu schauen, dass das für alle ein lebendiger und lebenswerter Bezirk ist. Ja, und jetzt kommen wir gleich zu einer kleinen Sehenswürdigkeit von Währing. Und zwar haben wir in Währing, ich glaube, das kürzeste Radwegenetz der Welt. Und hier befahren wir jetzt die eine Hälfte dieses Radwegenetzes. Die andere ist unten bei der Sempostraße. Aber hier ist der Radweg auch schon wieder zu Ende. Oh. Genau, das war's. So schön, das machen wir jetzt gleich nochmal. Genau. Wieder drauf. Die fahren wir jetzt gleich zurück. Und noch einmal. Hier fängt's an. Und hier ist schon gleich wieder aus. Und schon wieder aus, oh je. Und schon wieder aus. Es wird auch nicht länger, wenn man es zweimal befährt. Ja, Währing ist ja wirklich Schlusslicht, was Radwege, Radinfrastruktur anlangt. Und es muss ja wirklich nicht jeder Rad fahren. Aber zukunftsmäßig wäre es schon gescheit, wenn wir ein bisschen mehr Leute Lust hätten aufs Radfahren. Und ich hätte ja gern, dass so wie in Amsterdam oder in Kopenhagen auch Eltern mit Kindern und ältere Menschen, überhaupt Menschen jeden Alters,
gern Radfahren, dass es ihnen Spaß macht. Und eigentlich möchte ich von niemandem mehr hören, dass ich würde gerne mit dem Rad fahren, aber ich traue mich einfach nicht. Und da müssen wir schauen, was zu tun ist, damit sich die Leute beim Radfahren sicher fühlen können bei uns im Bezirk. Jetzt können wir uns ja gleich zum Gersthofer Platzl. Das hätte ja das totale Potenzial für ein richtiges Kretzelzentrum. Ist für die Nahversorgung da auch ganz wichtig. Aber im Moment ist einfach viel zu ungemütlich. Viel zu viel Verkehr, viel zu viel Platz für den Autoverkehr. Und jetzt kommen wir wirklich auf die A18, auf die Autobahn von Währing. Da sind die Autos einfach viel zu schnell unterwegs. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine verfahrene Situation. Es geht da wirklich vierspurig mitten durchs Leben. Und Währing ist ja, also so sehr Schlusslicht ist bei der Radinfrastruktur. Es ist ja ganz vorn dabei, unser Bezirk leider bei der Unfallstatistik. Wir haben immer mehr Unfälle jedes Jahr und die Gersthofer Straße hier ist ganz vorn dabei. Ich glaube, wir hauen da jetzt ab. Okay, das wir darf nehmen man gar nicht. Die Autobahnabfahrt. Was mich am meisten ärgert, ist, wenn man den Autoverkehr irgendwie einschränkt, dann schreien sofort alle Freiheitsentzug und Gängelung und Schikane. Aber dass man Kinder nicht auf die Straße gehen lassen kann und nicht allein in die Schule gehen lassen kann, da redet keiner von Zwang und Freiheitsentzug. Ja, der Türkenschanzpark ist ja ein Platz, wo man sieht, dass sich grüne Hartnäckigkeit wirklich lohnt. Wir haben jahrelang darum gekämpft, dass er in der Nacht nicht mehr gesperrt wird, sondern rund um die Uhr offen ist. Und wir haben sehr lang darum gekämpft, dass die Wiesen freigegeben werden, dass man da auch in der Wiese liegen darf. Das wird super angenommen. Ja, und da fahren wir jetzt vorbei an der alten Universität für Bodenkultur. Da hat mein Vater Forstwirtschaft studiert. Der war in den 1970er, 1980er Jahren einer der ersten in Österreich, der sich mit saurem Regen auseinandergesetzt hat und dann mit Energie aus Biomasse. Und ich glaube ja, dass die Wurzeln meines grünen Engagements damit zu tun haben, dass das bei ihm immer Thema war, dass man doch die Welt so hinterlassen sollte, dass irgendwie die Kinder und die Enkelkinder auch noch eine lebenswerte Welt vorfinden. Ja, und jetzt kommen wir ins Kreuzgassenviertel. Da sieht man da vorne eben den Eschenbachpark. Aber ansonsten ist es hier ziemlich grau und hier im Kreuzgassenviertel wollen wir mehr Grün im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder Baum, jede kleine Grünfläche mehr hilft hier. Und vor allem geht es auch darum, die grünen Innenhöfe zu schützen. Die werden bei Neubauten, werden die einfach oft ruiniert, nur um Tiefgaragen drunter zu bauen. Und dann gibt es so wenig Erde drauf, dass nie wieder Bäume wachsen. Da vorne sieht man das Haus der Barmherzigkeit. Das steht jetzt schon ziemlich lange leer, ist so wie ein hohler Zahn in der Gegend. Und da werden wir auf jeden Fall Energie reinsetzen, dass da endlich ein Projekt umgesetzt wird. Das wäre für die Gegend ganz wichtig. Und hier ein Nepomuk-Vogelplatz, der hätte ja wirklich das Potenzial für einen netten Platz. Nur leider ist er ein bisschen verplant. Und wie man sieht, hat der Herr Hommel sich da ein besonderes Denkmal gesetzt. Der hat nämlich mitten auf dem Platz das Klo hingebaut. Also es ist wirklich ein Schildbürgerstreik der Sonderklasse, weil jetzt ist der Platz völlig verbaut. Ich finde, dass die wichtigste Aufgabe von Politik ist, darauf zu schauen, dass sich nicht so ein Klima breit macht, dass jeder das Gefühl hat, ich muss auf mich selber schauen, sonst bleibe ich über und kann mich gar nicht um die anderen kümmern, sondern dass so die Grundstimmung bleibt. Jeder hat Eigenverantwortung und gleichzeitig sind auch alle verantwortlich füreinander. Und wir fahren jetzt dorthin, wo wir auch am 11. Oktober hinwollen, nämlich direkt ins magistratische Bezirksamt, in die Bezirksvorstehung. Zeit, dass endlich frischer Winter in dieses Amtshaus kommt, das auch nicht wahnsinnig offen für Bürger und Bürgerinnen ist. Da geht es wirklich darum, Ärmel hochkrempeln und öffnen
weil es ist ja wirklich in mehrfacher Hinsicht eine Baustelle. Und da geht es darum, frischen Wind reinzubringen und Währing in Bewegung zu bringen. Da schau, ich glaub's nicht. Der fährt immer noch, der sucht immer noch Parkplatz. Ja, wirklich Zeit, dass grün wird. Dass wir endlich das Parkticket kriegen.